Also, ich bin fertig umgezogen, das Bett ist gemacht, für die nächste Nacht bereit und ja, jetzt werde ich erstmal rausgehen hier zum Waschhaus. Solange man eins in der Nähe hat, kann man es ja nutzen. Und ansonsten hätte ich natürlich auch mein Waschbecken vorne, aber das baue ich erst ein bisschen später auf, dann wenn ich Mittag mache. Genau, deshalb nutze ich hier noch die Wascheinrichtungen zum Zähneputzen, fertig machen und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Scheiben sind hier noch etwas beschlagen. Ich habe gerade erst die Abdeckung rausgenommen. Dann ist natürlich so, hier drin ist viel, viel wärmer als draußen aktuell. Ich hatte noch kein Fenster auf. Luft kriegt man hier alleine absolut genug. Das ist gar kein Thema. Aber mit zu zweit oder mit Hund würde ich dann wahrscheinlich doch den Camp-Modus anmachen. Man sieht, alle anderen schlafen noch. Es ist jetzt 7:30. Ich werde jetzt mal aufstehen und als erstes das Bad nutzen. In dieser Folge möchte ich euch einen kurzen Überblick geben über die Fahrzeuge, die sie jetzt hier sich aufgestellt haben auf dem Platz. Es ist ja nun Samstag, der Besuchertag, und wir schauen mal, was noch für Fahrzeuge im Laufe des Tages dazukommen. Aber alle, die ihr hier seht, die haben hier auch übernachtet. Ja, ganz herzlichen Dank an die Stadt Steierberg, die uns das hier alles ermöglicht, hier zu sein auf der kleinen Insel direkt beim Rathaus, direkt beim Wasserkraftwerk und wo wir hier einfach jetzt bei herrlichem Wetter campen dürfen mit unseren Elektroautos. So schön. Viele verschiedene Fahrzeuge hier vor Ort. Der Platz ist gut gefüllt, aber ausreichend für uns alle. Viele haben natürlich hier auch ihren Wohnwagen mitgebracht, also alles Camping-Equipment dabei, was man so brauchen kann, und natürlich auch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Reisen mit Wohnwagen und Elektrofahrzeug absolut kein Thema ist. Wo wir hier zur rechten und zur linken noch die, ich sage mal, Durchschnittsgrößen der Wohnwagen sehen, haben wir auch ein besonders langes Exemplar eines Wohnwagens hier vor Ort. Und es ist wirklich schön zu sehen, hier gerade im Bild, das Riesending, auch gezogen von einem Tesla. Alles ist möglich. Und hier sehen wir den Fisker Ocean noch einmal, den Ford E-Transit, einen Maxus davor, hier noch ein Tesla und hier den Hyundai Ioniq 5. Im Hintergrund mein Tesla Model 3. Also wirklich eine breite Palette, die hier schon zu sehen ist. Und dabei ist es erst früh am Morgen, der Tag fängt erst an. Das sind hier die Camper, die hier wirklich auch die Nacht verbracht haben auf diesem Platz. Denn heute ist jetzt der Besuchertag, wo auch wirklich von überall her die Menschen kommen. Hier noch eine Zoe im Bild gewesen. Und sich über E-Mobilität informieren können, sich die Fahrzeuge und das Campingleben mit einem Elektrofahrzeug einmal anschauen können. Und das lädt natürlich ein, hier auch die Vielfalt an Elektrofahrzeugen zu präsentieren. Hier ist jetzt einiges los. Ich komme gar nicht mehr dazu, hier richtig was aufzunehmen. Hier sind so viele Menschen und Autos mittlerweile. Auch hier, wir haben auch ein Twike dabei. Wir haben E-Fahrräder dabei. Tesla Model S noch dabei. Und noch ein Fiat dabei. Hier das Twike, wird hier auch Probe gefahren. Und ein VW Up. Und das Bürgerfahrzeug im Hintergrund, das Leute chauffiert, hier ist echt einiges am Start. Und ich mache noch mal eine kurze Runde mit euch. So, wir haben hier noch die Camper, die eh schon da sind.
der Fisker hier auf der Seite mit Wohnanhänger, bidirektionalem Laden. Hier an dem Renault auch Solarpanel dabei. Und dann ein Stück weiter hier hinten haben sich auch noch Fahrzeuge hingesellt. Sehe ich jetzt noch zwei Tesla. Und so haben sich jetzt doch hier eine ganze Menge E-Autos zurechtgefunden. Das Zweig haut gerade ab oder macht die nächste Probefahrt. Und genau, wir haben hier noch ein Model S. Ihr seht, es ist echt einiges los hier auf dem Platz. Es sind wirklich einige Fahrzeuge am Start. Und ich mache noch mal kurz die Runde für euch. Das sind Besucherfahrzeuge hier, die weiß ich nicht genau, ob die mitkämpfen werden. Wir haben auch immer noch das Wohnmobil im Hintergrund. Und auch vorne eine ganze Menge Autos, die alle jetzt noch mal inspiziert und besucht werden und angeschaut werden. Und hier ist wirklich einiges los. Es ist super spannend. Die E-Mobilität wickelt sich ständig weiter und es gibt so viel zu entdecken. Das ist echt so ein Treffen dafür, der beste Austausch. Hier auch super spannend zu sehen an diesem Fahrzeug, das vollkommen mit Solar ausgestattet ist. Hier an dieser Seite, das heißt, man sieht hier deutlich die ganzen Solarpaneele an der Seite, mit denen es sich hier aufladen kann. Das ist natürlich super spannend. Dazu später noch einmal mehr. Ein weiteres Fahrzeug mit E-Mobilität, Markise Solar, alles ausgestattet. Wir haben hier das riesengroße Wohnmobil. auch am Start mit Equipment und allem, was man braucht zum Campen. Hier sind noch Autos teilweise im Umbau. Aber Solar ist schon am Start, auf dem Dach und an der Seite. Und so kann man das machen. So, das Fenster kann man sogar runterfahren hier bei Fisker. Richtig cool. Und Solar auf dem Dach. Hier sieht man es auch ganz gut. Und ja, der einzige Fisker hier. So, hier haben wir das Twike 3 vor Ort, auch mit Elektro.